1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mach! Ja, also ich bin Smile, spiele Gitarre und singe bei den Chocks. Das ist Alex, ich trommel bei den Chocks. Also ich bin Don Lotso, spiele bei den Chocks den Bass. Naja, wie fing das an? Ich habe da so einen depressiven Tonmeister in einer Kneipe getroffen, wie ich Sportler treffe, und der wollte seine alte Band wieder ins Leben rufen. Und da auch im selben Haus wohnt wie ich, hat sich das halt so entwickelt. Also wir haben uns hier in Prenzlauer Berg in der Sretzky-Straße in so einen Keller mal hingesetzt, also Malian, alter Kumpel von mir und Icke, und da haben wir halt so ein bisschen Zeug gecovert, so ein paar Sachen nachgespielt, weil wir halt so N70er Punkrock-Scheiß abgefahren sind. Und da kam halt noch ein Kumpel dazu, Benny, der hat dann Bass gespielt, und dann haben wir so angefangen, so ein paar Sachen zu machen, und ja, irgendwie konnte ich dann noch nicht mehr aufhören damit. Ich bin vor 2,5 Jahren dazu gestoßen, habe irgendwann mal die Chocks in der Köpi gesehen und habe die ziemlich geil gefunden, außer dass der Trommler nicht so toll war. Der war nämlich nur zur Aushilfe irgendwie dabei. Und da habe ich, weil ich Smile kannte, mal gefragt, warum der Trommler auf die nicht so ganz toll ist. Und da meinte er, ja, der ist nur immer jetzt eingesprungen, weil der ursprüngliche Trommler abhandengekommen ist. Und da meinte ich, weil ich keine Band hatte zu der Zeit, wir könnten ja mal einfach mal eine Session machen. Zum Punkrock kommt man sicherlich zwangsläufig. Ich denke, das ist durch dieses ganze Gesellschaftssystem, in dem man hineinwächst, mit den ganzen Benimmregeln, den ganzen Zwängen und so weiter, wird man zwangsläufig zum Punkrocker. Also angefangen hat es sicherlich mit dem Radio so. Also ich habe viel Radio gehört, wenn ich jugendlich war. So ein paar Optikum und so Sachen. Dann habe ich mit dem Kassettenrekorder so ein paar Sachen aufgenommen. Und habe so auf Zöpfen rumgetrommelt und irgendwann habe ich eine Gitarre gekriegt und dann habe ich angefangen Musik zu machen. Also die ganze Geschichte, denke ich mal, hat so gestartet 1980, so die ersten irgendwas im Fernsehen gesehen habe und Kumpels hatte, die Pistols gehört haben. In der Gesellschaft, in der wir jetzt so leben, wird alles eher durch die Medien und durch Manipulation gesteuert. Das ist anders als früher diese Knüppel auf dem Kopf. Geschichte mussten. Heute ist es halt besser durchdacht. Die Leute werden zugeschissen mit Informationen, mit Werbung, mit einem Haufen Schwachsinn, irgendwie, ohne es wirklich verarbeiten zu können. Und eigentlich haben sie ja keinen Bock, sich Gedanken zu machen über irgendwas, wollen nur sie Ruhe haben. Was ich für Musik machen würde, wenn ich in irgendeinem Dorf wohnen würde. Hätte ich ganz andere Probleme wahrscheinlich. Ganz andere Aneckpunkte oder denke mal, das ist schon hier so auf diese ganze Sache hier bezogen. Wenn ich jetzt auf dem Mond wohnen würde und da meine Ruhe hätte und alles wäre dunkel. Oh nee, auf der erdabgewandten Seite. Sonnenstich kriegen würde, da hätte ich natürlich keinen, also jeder spiegelt ja wieder, was seine Umwelt ihm, ja, spiegelt ja im Prinzip das wieder, was von außen kommt. Und wenn ich, also im Prinzip sind unsere Texte und die Musik halt auch bloß ein Spiegelbild oder eine Reflexion von dem, was hier um uns passiert. In dieser
statt. Und das, was früher hier mal spontan das Leben war mit den Hinterhofbars, mit irgendwelche Leute haben irgendwo Läden aufgemacht, ihre Sachen verkauft, das ist alles vereinnahmt worden. Und durch irgendwelche Schickimickis aus sonst woher, die haben das für sich vereinnahmt und bieten es jetzt einem Publikum an, was Geld hat, mehr Geld hat. Und wahrscheinlich vor 10 Jahren hätten die so eine Bar gar nicht betreten. Wäre denen zu anrüchig gewesen oder zu illegal halt, weiß ich nicht. Besonderheit an den Schocks. Die Besonderheit, das sollen andere entscheiden, was an den Schocks besonders ist. Also wir machen halt das, was aus uns rauskommt. Die Band ist für mich der beste Weg, meine ganze Wirrwarr in meinem Schädel zu ordnen. Also ich denke mal, in erster Linie Leben ist Spaß, sollte Spaß sein. Ein Spiel vielleicht, aber wo ich mich sehe. Ich lasse mich überraschen. Also ich sammle Tage, sagen wir mal so, guck, wie viel ich noch in mein Album kleben kann. Die Sache ist die, dass ich mir da keine großen Kopf drum mache, wie sich das weiterentwickelt, weil ich einfach die Sache jetzt für hier und jetzt sehe irgendwie. Und alles, was in 1-2 Jahren passiert, ist nicht überschaubar. Mein Ding wäre, wenn ich die Freiheiten habe, einfach meinen Kopf durchzusetzen, das zu machen, was ich will und nicht, was mir aufgezwungen wird. Also ich glaube, großer Rockstar nicht mehr. Dazu mache ich zu ungern Kompromisse. Aber ich denke, dass ich das einfach, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann es schon. Ich muss ein bisschen Musik machen halt. Zu spielen hat den Vorteil, dass du einfach da Leute vor der Nase hast, die du normalerweise nie auf deinen Konzerten sehen würdest. Finde ich ganz okay. Allerdings habe ich auf jeden Fall viel mehr Spaß mit Leben. Wenn du halt die Leute genau siehst, dass sie da echt Freude haben. Manchmal in Berlin, wenn man vor Bekannten spielt, ich finde, vor Bekannten ist immer irgendwie, da kommt die Familie und guckt zu. Die sieht das irgendwie anders, als wenn ich jetzt irgendwo in München spiele und da kennt sich keine Sau. Also auf dieser Band from the USA EP geht es ausschließlich, das sind 4 Songs, geht es ausschließlich nur um diese Geschehnisse in den USA. Also diese Seattle-Geschichte kam also zustande, dass wir da mit einer Band unterwegs waren, die im Reeves, die kamen daher. Die waren ganz nett und haben uns gefragt, ob wir halt nicht Lust haben, da mal rüberzukommen. Die haben gesagt, die haben eine Tour an der Westküste und wenn wir Lust hätten, könnten wir mit einsteigen. Und da haben wir gesagt, top, die Wette gilt, wir sind dabei. Seattle Einreise, alles schön und gut, durch Passkontrolle durchgekommen und dann kam halt die Immigrationsbehörde.
Ich hatte meinen Stempel drin, Jeschke hatte seinen Stempel drin von der Dame, die vorne am Empfang stand. Und dann tauchte Mr. Kaki auf und hat einen Wilden gemacht. Naja, so locker war es nicht, weil wir nach dem Flug direkt erstmal, ich glaube, 5 Stunden interviewt worden sind. Also so nach bester, also auch nicht anders als im Osten, wenn du damals in den Osten wolltest. So, das kam mir alle ziemlich gleich vor. Ich hatte gesehen, dass es eine Band war irgendwie und dachte sich, die haben hier nichts, die wollen bestimmt schwarz arbeiten, die Schweine. Er hat mir gesagt, er hat mich gefragt, wovon ich in Deutschland lebe und habe denen das erzählt. Und dann hat er mich weitergefragt, ob ich ein Haus in Germany habe. Und da habe ich halt gesagt, no, I don't have a house, I live in a flat. Dann hat er mich gefragt, do you have a car in Germany? I don't have a car in Germany, I'm riding my bike. Daraufhin hat er geantwortet, you have no house, you have no car, what do you want in America? Das war halt der Aufhänger auch für diesen Song. Immer jemand da, der wird etwas für Schatz gefallen. Immer jemand, der sich erkennt und sich behandeln muss. Immer jemand da, der Druck ist immer nicht so anderes wehren. Wieder so ein jemand, der Mitarbeiter des Monats sein wird. You have no house, you have no car, what do you want in America? You have no house, you have no car, what do you want in America? You have no house, you have no car, what do you want in America? Hier Seattle, von Seattle haben wir nicht viel gesehen. Eine Bullenkutsche, die uns dann in den Knast gebracht hat. Den Abschiebeknast von Seattle, den haben wir gesehen. Schöne die Beule. Also da war das mit dem Lachen dann schon im Hals stecken geblieben, weil ich überhaupt nicht kapiert habe, was jetzt da abgeht. Weil ich dachte, wir bleiben jetzt da sitzen bis zum nächsten Flieger und die schicken uns zurück. Und dann haben die uns nach und nach da rausgeholt, in diese Klamotten gesteckt und dann kam man in diesen Knast gehen. Hallo, Uncle Sam, das bin ich, es ist nämlich so nahe, aus Spaß, da wurde ich probiert. Und da ist es damit, dass ich bin, ich habe fast auf das und schweiz, auf den Gekrieg und Coca-Cola auf Eis. Er passt mir unten mit dem Kopf voller Scheiß. Jetzt soll ich später vor den anderen und den Rest, und den ich frage, der ist blau, blau, so rein, blau, blau, so rein. Okay, USA, da fang ich Schlüssel durch die Gänge, was man sich besten hat. Oh, und da kommt ein Gott, ich nehme ein, ab da viele Füße in Amerika. Und ich verlaub mich, doch ich war schon mal da, gesagt in DDR von gut 15 Jahren. So wie es geht da vorne an, denn und den Rest, den ich mache, der ist blau, blau, du reich, blau, blau, du reich. Also ich denke, wenn jetzt die Briefs haben ja ein paar Mal schon gesagt, sie haben da immer noch Bock drauf, auf diese Verbindung und haben uns das eigentlich schon angeboten, das nochmal zu probieren. Das ist eben jetzt nur die Frage der Zeit, wann und wie. Also ich denke mal, wir werden es nächstes Jahr nochmal probieren. Im Frühjahr oder so vielleicht. Goodbye, immigration detention, goodbye, immigration detention, goodbye.
Mhm.